Wir haben Anfang November, die Temperaturen fallen und die Hinrunde in der Regionalliga Südwest ist fast vorbei. 17 von 18 Spielen sind absolviert und das junge Team der TSG belegt derzeit einen guten 7. Tabellenplatz. Wir haben eine Zeit gebraucht, um uns zu finden, um einfach auch die neuen Spieler zu integrieren. Am Anfang der Runde ist es nicht optimal gelaufen. Für uns auch, für Andi und mich war es eine Umstellung. Marco war mein Fußballlehrer, kam meistens erst donnerstags zurück. Das hat sich dann mit der Zeit gefunden. Während Chefcoach Marco Wildersinn in Hennef seine Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert, leiten seine Co-Trainer Andi Ibertsberger und Kai Hertling die Einheiten zu Wochenbeginn. Man merkt natürlich, dass man auch dann mehr Verantwortung hat und die muss man auch dann auch einbringen und das ist auch wichtig und da fühlen wir uns wohl, das funktioniert ganz gut und die Jungs nehmen es auch gut an, also man muss wirklich sagen, auch ein Kompliment an die Jungs, die ziehen alle richtig gut mit und das macht auch recht Freude, also da die 1, 2, 3 Tage auch ohne Marco da mal zu steuern, das funktioniert super. Klar, man schaut auch auf die Tabelle, im Vordergrund steht aber vor allem die Entwicklung der Spieler, sie weiterzubringen, damit sie sich für höhere Aufgaben empfehlen können. Wir sind sehr zufrieden mit den Entwicklungen der Spieler, auch gerade jetzt Tim Hüttl, der jetzt zweimal in Folge gespielt hat, der es ordentlich macht, der einfach auch für seine Trainingsleistung jetzt mittlerweile belohnt wird. Und die Jungen wie zum Beispiel Theo Politakis, der sich jetzt einfach auch körperlich weiterentwickelt hat, der einfach da auch schon einen Sprung gemacht hat. Klingt vielversprechend. Bis zur Winterpause stehen noch 4 Spiele aus und für die TSG geht es darum, jedes Spiel so optimal wie möglich zu bestreiten und so viele Punkte auch rauszuholen wie möglich. Wird sicher nicht einfach, ist klar, aber trotzdem, wir haben den Anspruch, in der Regionalliga auch jedes Spiel gewinnen zu wollen. Wir behalten das im Blick. Viel Erfolg.